Willkommen zurück zu Ripen Tunnels Balloon Trip of Love. Beim letzten Mal haben wir die Prinzessin im Schloss getroffen. Musik! Und sie hat uns einen wunderbaren Auftrag gegeben, den wir nicht erfüllen konnten. Danach sind wir zurückgekommen und sie hat uns einen neuen Auftrag gegeben, den wir wahrscheinlich wieder nicht erfüllen können. Aber trotzdem geben wir mal unsere Notiz an die Barkeeperin. Hier, Notiz der Prinzessin. Wir sollen Milch holen. Eigentlich solltest du hier geben. Premium-Milch? Wir haben das. Hier. Ich sende die Rechnung direkt ins Schloss. Got new item. Tingle hat Premium-Milch erhalten. Trink sie, solange sie noch kalt ist. Ich habe so das Gefühl, dass die Prinzessin nicht mehr da sein wird, wenn wir jetzt mit der Milch zurückkommen. Trotzdem versuchen wir mal unser Glück. Hey OnePup, willst du mitkommen? Immer rein in die Gruppe. Wir können ja OnePup nicht einfach stehen lassen, wenn er mit uns mitlaufen möchte. Immerhin hat er uns geholfen, einen Ninja zu fangen. Mehrfach. Zweimal. Gute Arbeit, OnePup. War sonst für irgendwas gut? Glaub nicht. Und dann wieder rein ins Schlösschen. Und schon lassen wir OnePup einfach alleine unbeaufsichtigt draußen bei der Wache stehen, der er jetzt in den Arsch beißen darf. Wow. Ja, wir haben bereits zwei Herzen bei der Prinzessin. Und beim letzten Mal haben wir ihr schon eins hinzugefügt, als sie uns veräppelt hat mit ihrer ersten Notiz. Und dann haben wir noch eins hinzugefügt und dann haben wir die Notiz für die Milch gekriegt. Also insgesamt haben wir drei Herzen und zwei hinzugefügt. Das heißt, uns fehlen bei ihr noch zwei weitere Herzen. Sie müsste jetzt halt auf drei sein. Aber wir brauchen ja fünf. Im Gegensatz zu allen anderen, die drei brauchen, braucht sie halt direkt fünf. Ist halt die Prinzessin. Ja, ich hab's geahnt. Oh, die Prinzessin ist weg. Oh, Sir Tingle. Die Prinzessin sagte, ihr werdet kommen. Sind das ihre Erfrischungen, ja? Vielen Dank. Was ist das? Hey, Tingle. Ich glaube, du wurdest stehen gelassen. Frechheit. Sei nicht traurig. Wir reden hier immerhin über die Prinzessin. Ja, schon, trotzdem. Man wird nicht einfach so Freunde mit so jemandem. Wenn man Zeit reisen kann, schon. Komm schon, trink mal ein bisschen Milch und sind glücklich. Tsch. Naja, wir haben ja drei dabei. Kriegt die Wache halt eine. Prost! Ja, macht ihr mal. Und was ist mit mir? Ha. Pff. Ist klar. Ich nehme dann auch mal welche. Yay. Cheers. Nix für Dinge, wie üblich. Ja, okay, Prinzessin ist weg, Milch ist weg, Auftrag ist weg. Dann würde ich sagen, sind wir auch mal weg. Ballon! Gleiche Strategie wie beim letzten Mal. Wir verlassen die Welt mit unserem roten Ballon und kommen wieder zurück in Hoffnung, dass die Prinzessin wieder da stehen wird und wir ihr das nächste Herz verpassen können. Jo. Und dieses Mal lässt Tingle sich hoffentlich nicht austricksen, wegen irgendwas zum Royal Inn geschickt zu werden, um irgendwas zu holen. Oder irgendwas anderes, sonst irgendwo aus dem Schloss wissen zu besorgen. Das funktioniert nicht. Ja. Ja, genau. Alles nach dem Ball. Allerdings wird der Ball eine große Schlacht gegen eine Hexe. Schwump. Die Welt danach. Jo, wieder ins Schloss rein, aber natürlich ist ja die einzige Möglichkeit, wie wir wieder zur Prinzessin hinkommen können. Außer die steht ja zufällig im Royal Inn irgendwo rum, was ich mir nicht vorstellen kann. Das königliche Hotel. Ja, Mr. Breithirn müsste hier vorne wieder vor der Statue rumstehen. Der ist auch so ein total unnützer NPC. Da haben sie irgendwie so einen ganz lustigen Kerl-Designs, der sogar eine Catchphrase hat, aber der macht ja überhaupt nichts für die Story. Außer uns halt sagen, dass diese Statue da gestiftet wurde. Ja, und er muss es ja wissen. Wenn nicht er, wer dann? Jo, da wären wir wieder. Mit unseren 101 Rubinen im Schlepptau. Ich hoffe, die Prinzessin lässt uns wirklich nichts irgendwie Teures kaufen. Geschenke haben wir noch zu Genüge. Ich muss euch danken.
für eure Hilfe vorhin. Nochmal, Tingle. Das klang so unglaublich steif. Ich freue mich schon auf morgen. Sie sagte auf jeden Fall andere Dinge. Der Tanzball ist morgen. Ah, wie aufregend. Ich bin sehr beschäftigt mit den Vorbereitungen. Ich habe keine Zeit, jetzt zu reden. Nimm ein wenig Zeit, dich zu erholen. Tingles Besuch scheint sie nervös zu machen. Immer noch. Irgendwie ändert sich da nichts. Na gut, dann würde ich sagen, beschenken wir sie ein weites Mal. Damit wir unser viertes Herz mit ihr haben. Es fehlt ja nicht mehr so viel. Und wir haben noch mehr als genügend Geschenke im Schlepptau. Wir müssen ihr nur die richtigen Sachen geben, denn natürlich verändert sich wieder mal ihr Geschmack. Ach du Schande, waren das drei Herzen? Also drei Kreise? Wunderbar. Das hast du in der Tat gut ausgewählt. Jo. Wow, das kleine Fitzelchen da waren ernsthaft drei Kreise. Man merkt, dass wir in die hohen Herzbereiche willkommen. Stehende Pasta. Sowas braucht jede Prinzessin. Wunderbar. Das hast du in der Tat sehr gut gewählt. Nochmal drei Kreise. Boah, wir brauchen locker sechs Geschenke, so wie die sich auffüllen lässt. So, dann Essensticket. Wunderbar. Das hast du sehr gut ausgewählt, in der Tat. Auch drei Kreise. Trotzdem sind wir gerade mal über die Hälfte drüber. Mensch, teure Mädchen. Das ist ja Hilfe. Midi-Reis, Goldgratin klingt zwar lecker, aber nee. Familiencurry haben wir schon Iona gegeben. Steak-Gum mag jeder. Jeder mag Kaugummi mit Fleischgeschmack. Ein Brötchen. Sie hat doch immer Hunger. Wie wär's denn mit einem Brötchen in Sternform? Na, immerhin. Wunderbar. Das hast du in der Tat gut ausgewählt. Sollte dann also zwei Kreise bringen. Okay. Na, irgendwie müssen wir das ja voll kriegen. Wir haben ja genügend Geschenke, also laden wir sie mal voll. Wunderbar. Das hast du in der Tat gut ausgewählt. Dankeschön. War ja auch echt cool und echt wunderschön. Das Essen, das wir ihr da gegeben haben. Sie kann uns auf jeden Fall nachher nicht mehr sagen, sie brauchte dringend noch was zu essen, weil wir haben ihr jetzt so viel Essen reingestopft, da passt nichts mehr. Nur noch minimal mehr. Wunderbar. Das hast du in der Tat sehr gut ausgewählt. So ungefähr ein einziger Kreis fehlt uns noch, damit wir sie voll haben. Das müsste ja eigentlich sehr viel hiervon funktionieren für. Machen wir mal die ultimative Schüssel hier. Ja. Tingle, bitte versuch dich dran zu erinnern, welche Geschenke du mir schon gegeben hast. Es hat trotzdem gereicht, um die Herzleiste voll zu machen, also schenke ich dir auch Sachen doppelt, wenn's funktioniert. Jo, und damit haben wir unser viertes von fünf Herzen. Bist du nicht auch etwas durstig? Wenn es dir nicht ausmachen würde, du sagst, du wirst nicht nochmal reingelegt werden? So ist das nicht. Also ich würde nicht sagen, dass es Liebe ist, aber... dieses Zurück und wieder vor, das hat uns schon etwas näher gebracht. Schnappen wir mal ein wenig frische Luft. Die Prinzessin hat dich auf einen Spaziergang eingeladen. Nun, ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Tag sehen würde. Yay! Warum kommt ihr dann alle mit? Ich habe Tingle eingeladen, nicht die ganze Bagage. Tingle, bitte komm hier rüber. Der Tingle gesagt, nicht Tingle, Kakashi, Buriki, Löwe. Könnt ihr euch mal irgendwo hin verziehen? Oh, du hast deine Freunde mitgebracht. Überhaupt kein Problem. Ja, offensichtlich doch. Yay! Du bist so einen langen Weg zum Schloss gekommen, um uns zu besuchen. Ich möchte all eure Geschichten hören. Na, jetzt geht's aber los. Vor einem halben Jahrhundert, ein Jahrtausend, hat ein braver Ritter und vier Zauberer es auf sich genommen, sie zu befreien. Aber ich bin mir sicher, dass ihr alle diese Geschichte kennt. Ich kenne sie nicht. Oh?
Ist das so? Dann werde ich es auf einen anderen Weg erklären. Diese majestätische Steinstatue war ein Geschenk vom Königreich gleich um die Ecke. Als Feier für den Gründungstag unseres Königreiches. Oh, ist das nicht? Ich glaube, ich kenne ihn. Wie war sein Name nochmal? Seagull und ich kennen uns schon seit unserer Kindheit. Und trotzdem, ich würde nicht sagen, dass wir uns nahestehen. Erklärungen? Erklärungen? Beim Tanzball letztes Jahr, da hat er meine Hand gezogen und hat versucht, mich mit sich zu ziehen. Und bevor ich es wusste, habe ich ihn ins Gesicht geschlagen. Du hast ihn gehauen? Das habe ich. Es war unpassend und kindisches Benehmen. Ein Mann von seinem Stand. Es war ein Fehler, ihn so abzuweisen. Ich glaube nicht, dass du kindisch bist. Oh? Tut mir leid, dass ich so abgeschweift bin. Oh, schaut mal auf die Zeit. Ihr habt mein Leben gerettet. Ihr hättet nicht meinen dummen Plaudereien zuhören müssen. Sag was, Tingle. Ist schon okay. Danke fürs Zuhören. So geduldig. Ich bin dankbar dafür. Ich freue mich auf den Tanzball mit euch. Ja, gut, vergiss es. Dankeschön. Ja, das waren 4 Herzen. Immerhin haben wir ein Gespräch mit ihr gekriegt. Vielleicht wäre es clever gewesen, die anderen 3 Pfosten da mal irgendwo beiseite zu stellen. Das hätte vielleicht geholfen. Ja, aber wir haben ja noch ein 5. Herz. Vielleicht wird das ein bisschen besser laufen. Vielleicht sieht Tingle ja seinen Fehler ein und schafft es beim 5. Mal besser. Immerhin haben wir dieses Mal keinen schwachsinnigen Auftrag gekriegt, wieder irgendwo hinzulaufen. Übrigens, Kakashi ist froh, dass es der Prinzessin wieder besser geht. Und jetzt können wir endlich alleine Audienz haben. Ist das nicht toll? Ja, aber immer noch nicht. Nein, wir müssen immer noch darauf... wir haben doch gehört, was die Erziehungsberaterin gesagt hat. Das passiert halt erst, wenn Tingle beim Ball war. Mensch, und jetzt kommen wir in die Welt danach zurück. Zum 4. Mal. Fump! Die Prinzessin lässt sich echt Zeit damit, sich von uns rekrutieren zu lassen. Die Welt danach. Okay. Ein Schloss rein, in der Tat. Zeit für den letzten Liebesschub. Vermutlich der letzte Liebesschub des gesamten Spiels, den wir da vor uns haben. Ich wüsste nicht, wem wir sonst in diesem gesamten Spiel noch einen Liebesschub verpassen könnten, wenn nicht der Prinzessin, um auf ihre 5 Herzen zu kommen. Wir haben so ziemlich alle anderen Charaktere in diesem Spiel ja komplett abgeklappert. Nicht nur so ziemlich. Meines Wissens nach haben wir das. Da gibt's nichts mehr zu tun. Nichts dran zu rütteln. Nichts dran zu ändern. Okay. Spannung, Spannung. Sie sollte eigentlich hier oben stehen. Wieder mal. Ja. Und da ist sie. Für ein 5. Herz. Dank euch fühle ich mich wieder gut. Ich freue mich schon auf morgen. Bitte, kommt zum Tanzball, ja? Ja, tun wir in der Tat. Sie scheint Tingles Besuch zu genießen. Aha, jetzt hat sich auch der Text verändert, schon viel besser. Analysieren wir sie nochmal, ob sich das auch verändert hat. Müdigkeit in ihrem Gesichtsausdruck entdeckt. Nö, Buriki hat immer noch dieselbe Analyse. Der Tanzball ist morgen. Wie aufregend. Ich wünschte, ich hätte Zeit zu reden. Freuen wir uns auf morgen. Ach, wir können noch Geschenke verteilen und jetzt eine Runde reden. Eben hat's auch funktioniert. Da hat sie uns ihre Kindheitsgeschichte mit Seagull erzählt. Wie wär's denn mit diesen coolen Slacks? Läuft. Immerhin haben wir dieses Geschenk extra mitgenommen. Wirklich? Für mich? Welch ein wundervolles Geschenk. Vielen Dank.
ja, mal eben so zwei Kreise für den Start. Ja, und dann fangen wir an, so voll zu stopfen, denn ich bin mir sicher, dass die fünfte Stufe der Prinzessin noch mehr Geschenke haben wollen wird als die bisherigen. Dann hätten wir da zum Beispiel mal diese langweilige Brieftasche. Das ist genau ihr Ding, wie es aussieht. Wirklich? Für mich? Echt ein wundervolles Geschenk, danke. Also das ist, was ihr wirklich gefällt. Eine leere, langweilige Brieftasche. Ich meine, ich habe genauso eine langweilige Brieftasche. Ich habe genauso eine leere Brieftasche. Ein transformierendes Sofa. Jede Prinzessin liebt transformierende Sofas. Wirklich, für mich? Ein wundervolles Geschenk. Danke. Wir kriegen allerdings ziemlich viel auf die Leiste da oben. Deutlich mehr, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Scheint gar nicht so schwer zu werden, das fünfte Level voll zu kriegen. Dann hätten wir da noch im Angebot. Tintunes! Jawohl, ja. I tingle. Wirklich? Für mich? Welch ein wundervolles Geschenk. Vielen Dank. Ja, da fehlen jetzt wahrscheinlich noch so zwei Kreise, würde ich sagen, und dann haben wir's. Das sollte ja nicht so schwierig sein. Wie wär's denn mit diesem coolen Konzertticket, das wir hier haben? Jo. Wirklich? Für mich? Ich ein wundervolles Geschenk. Dankeschön. Ist ja nicht gereicht. Wir brauchen echt drei Kreise, echt. Das kleine bisschen da, das zählt. Hier ist halt nochmal Tintunes. Niemand kann genügend Tintunes haben, die gehen immer sofort kaputt. Tingle, bitte versuch dich dran zu erinnern, welche Geschenke du mir bereits gegeben hast. Nein, es funktioniert doch. Schon wieder. Und das war's. Prinzessin ist auf 5 Herzen. Popularität ist gestiegen! Tingle, ich weiß, wir haben uns gerade erst getroffen, aber... ich habe das Gefühl, als würde ich dich schon für eine lange Zeit kennen. Ja, wir haben schon gute 4 Mal zusätzlich getroffen, die du nicht mehr weißt. ja. Ne? Okay, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle wieder eine kleine Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mal schauen, was passiert, nachdem wir jetzt 5 Herzen bei der Prinzessin haben. Ich bin mir sicher, auch mit ihr werden wir eine interessante Szene bekommen können, genauso wie mit anderen Mädchen. Bis zum nächsten Mal. See ya!